David Hasselhoff hat es leider nicht geschafft, an den schönen Bodensee zu kommen. Der musste in London leider aussteigen, aber er hat eine Vertretung geschickt. Kit ist alleine gekommen. Mercedes AMG GT. Der Besitzer meinte, der Motor wäre normal. Was nicht normal ist, ist dieser Spoiler. Damit kann man, glaube ich, jemanden in zwei Hälften schneiden, wenn er in den Weg kommt. Und was auch nicht normal ist, ist der Diffusor. Und wie macht man das mit dem TÜV? Das macht man ganz einfach. Man lässt es in Saudi-Arabien zu. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum gestörtesten Fahrzeug der Gammol Rally 3000 2016. Ja. Und zwar ist es hier das Batmobil von Team Galak. Die kommen jedes Jahr her mit irgendeinem anderen Fahrzeug. Kranker geht es einfach nicht mehr. Straßenzulassung? Was sagt denn der TÜV dazu? Ich glaube gar nichts. Den TÜV-Prüfer fällt wahrscheinlich seine Mappe auf den Boden, wenn er das sieht. Deshalb auch dieses Fahrzeug in Dubai zugelassen, so wie der Mercedes AMG GT. Runter das Chassis eines Lamborghini Gallardo. 560 PS und man muss nicht mehr viel dazu sagen, rattenscharf. Es ist alles dran, Fledermausflügel, falsche Auspuffrohre, richtige Auspuffrohre. Um reinzukommen, muss man das Dach aufmachen. Ansonsten Raketenwerfer. Spaß. Und man beachte den Schein. Als nächstes Highlight auf der Tuning World Bodensee, der Gumball Rally 3000, ist der Porsche 918 Spyder in einer absolut rattenscharfen gelben Bananenfarbe. Ja. Yellow Banana on the Street, kann man wahrscheinlich nichts mehr dazu sagen. 850.000 Euro stehen hier gerade neben mir. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Gehen wir ein bisschen weiter hinter. Die Autobänke oben auf dem Auto drauf. Der optimalen Sound. Und auf jeden Fall einer der Top 5 auf der Tuning World Bodensee, der Gumball Rally 3000.